In Russisch. In Russisch. Das ist korrekt. Auch immer geil, wenn du was ist. Das ja. Aber den Affen. Ich finde interessant, dass die Reihenfolge auch bei denen dann immer gleich ist. Hä? Ist immer gleich. Ja, ja, weil die dann einmal aus der Rutsch wurden. Ja, dann. Dankeschön. Viel Glück dir. So. Ah, hier die Karten sind noch cool. Hast du die schon gesehen? Ja. Die sind in den, also ich warte noch, dass es die Bundles gibt. In den Bundles sind die mit harter Pappe dabei. Und nicht in so einem gleichen, weil hier das ist ja sehr dünn. Das andere ist da schon besser. So, kann. Kommen. Oh, guck mal jetzt, erster. Lege ich noch mal eins hin. Ah, ist auch noch einer vorne. Dann ankam. Oh. Die gehen auch weniger viel hin. Ja, es geht. Aktuell sind die noch sehr günstig. Noch würde ich die auch noch nicht verkaufen. Nee, ich behalte auch an. Die Artworks alle zusammenlegen, egal ob rare oder nicht. Oder ja. Wird Sinn machen, weil das ist ja ein eigener Ordner im Endeffekt. Oder? Die kommen ja auch nicht in den normalen Ordner, oder? Ich schau, also. Was ich zum Schluss noch habe. Ja. Ja, du kannst ja, wir können ja, guck mal hier. Guck mal, ja, ich muss, wir sind auch sehr hart oben am. Video fängt jetzt an. Ja, nee. Nach diesem Pull. Nach diesem Pull. Ja, ja, genau. Keine Ahnung. Voll ist einzeln? Ja. Das wird ja. Voll damit, voll im Einzeln. Und Token. Hast du gar nicht das gut? Oh, nicht mein Kampf. Ist ja auch schon raus wie gut. Wow. Die Folge, ja. Kommen. Rare. Oh, guck mal hier. Das sind zwei Karten, die ich noch brauche. Für dieses billige Standard-Deck. Ja, habe ich die Leute. Damit ist der Kevin wahrscheinlich ganz hart drauf stürzen, weil der will ja alles die Japanisch und Russisch haben, soweit es geht. Ja, ich bin nicht Deutsch oder Englisch gesprochen. Ja. Muss halt echt alles genau nachgucken, weil da auch diese neuen Artworks drin sein können. Ne? Gut, einen konzentrieren schon mal in voll. Echt? Voll. Der ist auch noch richtig cool, meiner Meinung nach. Hast du Krölisch eigentlich? Nee, ich wollte es mal lernen, aber dann dachte ich mir, dann lerne ich mal Japanisch. Ja. Wobei ich halt eigentlich sehr gute Anforderungen auf die Arabe Russisch zu lernen, und meine Eltern ja mit mir durchgehend Russisch reden. Ja, ja, aber die können Krölisch auch. Ja, ja. Die haben da gelebt, die sind da geboren. Ja. Also Respekt. Einigermaßen komisch. Ja, in Russisch? Ich habe auch noch welche in Japanisch, wenn du die haben willst. Kannst du gerne in Japanisch auch haben. Aber das ist natürlich schon cool. Genauso cool, es gibt auch die Commander, diese Companion Zone, gibt es auch als Token. Ja. Den habe ich auch in Japanisch. Den kannst du natürlich in Russisch kannst du richtig cool setzen, weißt du? Ja, wenn du den russischen Companion da drauf legst. Ich wollte den jetzt. Ja, gut, das. Ja, das kommt. Oh, guck mal, Companion. Kann man sogar theoretisch so weiterschlägen. Companions, ja. Aber nicht genau den, weil der Companion ist halt leider echt nichts wert. Viele sind, glaube ich, nicht so viel wert. Ja. Also der hier sind voll 70 Cent. Gut, also, voll, ja. Ja, ja. Aber der Affe ist schon besser, der da oben liegt. Und? Der Affe, was hat er nochmal gemacht? Wenn er ins Spiel kommt, fightet der eine Kreatur, die du nicht kontrollierst. Mhm. Und immer wenn er angreift, zerstört dann Artefakte oder Zauberung, die ein verteidigter Spieler ist. Und du kannst ihm für 2 Mana die Hand zurückgeben. Ne, den Human zurück auf die Hand nehmen, dann kriegt er auch Zerstörbarkeit. Verstehst du, weil Godzilla ja. Nicht Godzilla, weil. Folge ist hier. Weil hier Ding ja. Das sind schon 3 Vollrears. Ne, eine Folge. Also voll lang. Aber ein Rot-Weißes. Richtig. Oh, sie ist auch schon glitzern. Hübsch. Ja. Durchbett.
Ja, das glaube ich dir. Und da kann ich dir auch gerne bei helfen. Noch ein Der ist tatsächlich sogar nur 10 Cent wert und die Freunde nur 60 Cent. Der günstigste Companion, weil der auch der beschissenste Companion ist. Meiner Meinung nach. Die Mantoren schmecken auch bestellen. Echt? Die sind auch mega heiß, ich finde. Ja, Otter Power. Den brauche ich noch. Das ist der eine der wenigen Companions, die ich noch nicht besitze. Ich hoffe, dass du den in Englisch ziehst. Hier, kannst du in dem. Oh ja, hier. Hier, das kannst du auch in dem Wingnet spielen, in dem Cycle Deck. Habe ich auch noch einen voll. Der gebannte Otter. Ja, aber ich brauche den noch. Hier, das ist übrigens die Win-Option. Fügst x Schaden zu und x ziehst, kriegst x Leben. Schon mal am Boden geschmissen. Aber ist ja zum Glück nicht. Also wenn wir davon drei Playsets ziehen, sind wir glücklich. Schön. Okay, den brauchst du auch noch. Das ist die Kamen. Ja, kannst du ja vielleicht ein bisschen was zusammenbauen. Ja, ja. Ja gut, ich kann gleich mal zusammen gucken, wie gesagt, was du von dem Deck alles hast. Also ich gehe nämlich stark davon aus, dass du das Deck bis auf die rot-weißen Schockländer gleich hier liegen haben wirst. Schockleon. Ach Gott, Schockleon in Russisch auch noch. Das ist so der ultimative Russen-Crash. Ich habe den Film nie gesehen. Ich auch nicht, tatsächlich. Ich bin aber auch kein großer Trash-Film-Freund. Ja, gut. Kommt halt dazu. Ich kann mir das neben dem Zocken halt ein bisschen angucken, aber. Ich brauch Beschallung. Ah, oh, komm her. Companion. Companion. Voll. Der Sandwurm. Der Wurm ist ein Reprint tatsächlich, wusste ich gar nicht. Mehr davon. Mehr davon und. Die ist cool. Die ist richtig, richtig ja, cool. Ja, die ist richtig cool. Die hat man direkt gesehen, dass man die Spiel ist. Ja. Ja gut, mittlerweile auch nicht mehr, weil aktuell spielt man gefühlt nur Cycling oder Mutate. Gut, habe ich auch den Affen gezogen. Ja. Den Russisch. Voll okay, also. Auch mal der Feuerwehr in Russisch ist halt auch wieder gut. Feuerwehr in Russisch, echt? Ja, hier der Companion. Ja, der Companion, der ist richtig strong. Also, voll Russisch ist das schon sehr sexy. Also, ich bin ja eigentlich jemand, der sagt, ich will Dinge lieber in Englisch haben, ja. Aber ich muss leider Gottes sagen, die Companions, auch in Japanisch die Companions, die haben es mir leider echt angetan. Ne? Also dieses, guck mal hier, kannst du lesen? Nee, ich auch nicht. Was kann denn mein Companion? Also wenn du willst, das was Kevin vorhat mit dem komplett Japanischen, der will dann, mit der dann, wirklich einen FNM Standard spielen und will sich dann da hinstellen, so nach dem Motto, oh, ich weiß gar nicht, was mein Deck kann. Kannst du mir das vielleicht erklären, was mein Deck kann? Okay, und dieses Cycle, wie macht man das? Hab ich noch nie gesehen. Ja, yeah, ja. Yeah. Da willst du da mal so richtig Spaß draus gehören. Auch voll rare. Oh, ein Ultimato. Oh, das ist sad. Oh, noch ein Ultimato. Zwei Ultimatums in eins. Das ist schon. Oh, guck mal hier nochmal, das die rote Verzauberung. Schön. Toppen. Land. Und? Oh, ein Platzwalker. Mhm. Der Luca. Der Luca ist gut. Luca ist echt gut. Der steigt auch gerade wieder. Echt? Okay. Und nicht zu sehen, dass so viel von dem Set steigt, eher das. Auch hier. Das. Ah, noch ein Ding. Ein Triom. Triom. Ach, wunderschöner Name, oder? Heißt du nicht Triom? Nee, Triom. Weil es sind ja drei. Tri. Und Bi heißt ja zwei. What? Oh, der fehlt mir noch. Darf nicht gerne, dass du zwei davon siehst, bitte. Danke. Der fehlt mir nämlich noch. Hier ist auch gut. Legacy Player. Ja, kostet ja. Echt Geld. Auch im Standard ist gut. Man Standard und Modern und Pioneer. Also den würde ich auf jeden Fall so oder so behalten, weil aktuell kostet. Der ist sick. Ja, ich
Ich habe Mythic und Rare tue ich tatsächlich zusammen. Aus dem Grund heraus, dass es halt für mich im selben Slot drin hängt. Oh, ich sehe. Bester Companion. Bester Companion. Der sollte heute eigentlich ankommen, ist er nicht. Aber dafür hätte ich auch gerne, dass du zwei davon aufmachst. Ich habe nämlich nur zwei bestellt. Ich brauche vier. Zwei Stück. Pech. Oha. Oh mein. Gutes Display habe ich nicht. Das ist okay. Also für ein Standard-Display ist das echt okay. Das sind ja 30 Euro. Wo tue ich das denn jetzt hin? Das kann man einziehen. Ja, aber wo tue ich das hin? Ich habe alle Showcase rausgelegt, Foils und Müffel. Okay, was machst du denn jetzt mit der Foil-Showcase? Zu den Showcase legen. Gut, also leg das jetzt auch zu meinen Showcase. Weil meine Showcase liegen hier. Gut, haben das geregelt. Ich bin das nicht gewohnt, Ordnung zu halten beim Öffnen, man merkt das so. Ich mache ein paar mehr auf, deswegen habe ich schon eine gewisse Ordnung dann drin. Und der ist so ein bisschen rot. Guck dir das Bild mal an, das sieht so krass aus, was da auf alles abgeht. Und eine Feuerwehr-Sport immerhin. Du musst nicht. Boah. Wie keine Feuerwehr, keine Rare dabei gewesen. Das war die Rare, genau. Wenn die Showcase die Ding ist, dann kriegst du da nichts dabei. Leider. Ja, bei denen hatte ich überlegt, die ganzen Artworks müssen bestellen. Die sind schön. Bei den russischen Ländern müssen wir gleich auch noch die ganzen Ebenen und Gebirge raustun. Weil Kevin natürlich auch keine, wenn du die abgibst, weil Kevin natürlich auch keine. Darf nicht gehen, dass du einen vollziehst? Ja, da dachte ich bestimmt was. Hübsch. Also, nee, du brauchst zwei in voll. Da hat sich auch schon überlegt, den kann man ja eigentlich ganz gut in Legacy und sowas ziemlich gut spielen. Ja. Mindestens in Sideboard. Genau, da ist er halt so gerade gegen sowas wie Reanimator oder Storm, dann mit Flashback funktioniert nicht mehr. Companions gehen nicht mehr. Habt ihr auch gesehen, dann guckt günstig für das, was er eigentlich ist. Stark. Mit Showcase. Große Showcase kann durch das kommen. Ja. Genau, das sind ein paar Karten, die aktuell noch ziemlich überschattet werden, weil alle nur auf die Companions gehypt sind. Ja. Und Phoenix auch so schön. Wirklich richtig cool. Da sind schöne Karten drin. Ja, also ich mag das Set auch. Das Einzige, was ich ja nicht mag, sind tatsächlich die Godzilla-Karten, weil ich mal mit Godzilla nichts anfangen kann. Ich kann mit denen auch nichts anfangen, aber ich mach trotzdem. Ja, das ist halt was Besonderes im Moment. Eine Folge. Auch eine Folge, ja. Noch eine Voll Rare. Ja, ist jetzt aktuell. Ja, die haben die Voll Rares hochgepusht. Echt? Man gibt es 2-3 ungefähr. Echt nicht mitgepusht? Bei Terror, bei Eldraine haben die das. Ja, Eldraine haben die das erste Mal gemacht. Ich weiß, dass die Voll jetzt hochgepusht haben. Ich wusste nicht, dass auch die Voll Rares. Damit auch die Rares. Krass. Oh ja, ich habe auf jeden Fall eine Voll. Oh Gott. Wunderschön, nicht? Noch ein Companion. Ja, hier! Ja, da! Ich nehme den auch nur russisch, wenn du nicht haben willst. Der ist super, ja, du darfst in deinem Deck nämlich nur noch Katzen, Elemente, Nightmares, Dinosaurs oder Beasts spielen. Der ist der Shit. Captain Commander habe ich gehört. Ja, tatsächlich gibt es einen grün-weißen Captain Commander, wo man den als Companion spielt. Habe ich schon gesehen. Hätte man sich noch die Secret Lair Cat Edition da geholt? Ja, genau. Secret Lair vor allem, weißt du, da sitzt du hier genau vor dem richtigen, um zu erwähnen, dass du Secret Lair kaufen willst, weißt du? Ich hab drei Stück bestellt, also. Ja, aber die sind ja auch. Ich bin mal gespannt. Ja, ich will auch. Du willst eine nur aufmachen, zum Ich wollte nur eine aufmachen. Ja, genau. Wir müssen mal gucken, dass ich vielleicht mit Ralf, hat sich ja zwei bestellt. Zwei. Ob ich mit dem Ralf irgendwie noch. Oh, also, ich hab überlegt, eins. Ob es den Showcase? Den will der Ding auf jeden Fall haben, das weiß ich. Wenn du davon einen zweiten hast, der Donne. Eigentlich auch nicht schlecht. Guck mal, noch eine Showcase. Noch eine Showcase. Der ist richtig cool, tatsächlich. Der ist richtig cool. Ach, für mein Standard. Was willst du denn im Standard spielen? Die hier. Ich habe drei Showcases in einem Booster gehabt. Alles klar. Komm.
Aber warum willst du denn nicht spielen? Steiner, was willst du denn schon? Ich spiele so ein Artefakt weg. So ich erinnere mich. Stimmt. Ist das noch ein Standard drin? Ja, also im aktuellen noch. Aber ich habe dann mal geguckt, es fällt eigentlich nur die Schottländer raus. Ja. Und Discovery. Der kommt dazu mit, wenn du es erstmal abwirfst. Komm. Ja, super Karte. Wird Kevin auf jeden Fall haben wollen, Russisch. Der Companion muss man gucken. Der ist cool. Der sich verläuft. Weil ich glaube nämlich, dass du den ganz cool spielen kannst in so einem Stompy-Deck. Ja, ja. Du verlierst zwar Chalice, aber wenn du dann einfach Layla in Mainboard, Sideboard kann und dann so Trisphäre, die ganzen. Du kannst sogar Spear mit Spirit Guide spielen als Ramp und sowas. Das ist gar kein Problem, weißt du? Ich denke, dass der cool wird. Die Leute haben es halt noch nicht gesehen, weil alle nur von dem Lover schwärmen. Longshot, die ist auch richtig stumm. Ja. Die verliere ich ja. Im Ding regelmäßig gegen. In Arena. Ha. Auch nicht. Ja. Los, jetzt reicht mir. Das ist schon krass, wie viele Companions da aussieht. Ich dachte, die sind auch selten. Ja, nee, deswegen sind die Preise auch super hart am Droppen aktuell. Ja. Gerade von den Companions, weil die halt wirklich häufig sind im Vergleich. Guck mal. Das ist, glaube ich, mittlerweile 4 von denen, die ich nicht verzählt habe. Ich habe jetzt auch nur eine Hüfte gezogen. 2, wenn man die Showcase mitzählt. Ja, Showcase musst du mitzählen. Auch hier in Russisch. Noch eine? Welche? Ja, Japanisch geht der für 1,50, in Russisch glaube ich für 2 Euro. Passt. Also es ist schon okay. Ich habe auch bei Market meine russischen Karten verkauft. Das hätte ich nicht. Ja, easy. Es gibt ganz viele Leute, die ein ganzes Deck in Russisch haben wollen. Ja, da hatte ich ganz in Japanisch. Habe ich auch gesehen. Ja, ganz in Japanisch, ganz in... Oh mein Gott! Die Win-Option. Der Grund, warum du Lukas mit dem Deck spielst. Die muss man auch gucken im Standard gerade. Ich denke auch, dass die gut ist, dass Leute das auch noch nicht ganz so hart gesehen haben. Also sehen schon so ein bisschen, ja, aber nicht genug. Es gibt ja die Win-Combo im Standard. Genau. Gerade mit den Companion, in Verbindung mit den Companion ist halt gut. Ja. Wenn du dann die Hand abwirfst in der nächsten Runde, hast du den Companion noch dazu. Genau. Soll ich noch weitergehen? Ja. Ich freue mich gerade so. Ja, ist alles gut. Ich kann nicht verstehen. Das ist auch, wenn es das Ding in Schwäbisch gäbe, würde ich mich auch freuen. Oh, ganz Schwäbisch. Ich komme aus Schwabenland, also aus Süddeutschland, um zu sagen. Sehr Schwabenland. Also geboren bin ich in 7, dann bin ich mit 3 bin ich da runtergezogen. Auch schon wieder alle 3. Naja, alle 3 wieder hier. Alles schon, da wird noch ein Stapel mehr. Na gut, ich bin ja gerade noch so in Deutschland geboren. Ja. Ja gut, dann hast du das auch einfacher, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich war. Geht einfach. Doch, weil wenn die für dich noch extra anmelden müssen und so weiter, ist das nicht so. Ah, gut, das weiß ich. Ich meine, wenn es gerade noch so ist, schwieriger ist es, glaube ich, wenn du in Russland geboren wärst und dann so mit 5-6 Jahren hier rübergekommen wärst oder so. Ich glaube, das wäre schwieriger. Gegen war mein Cousin meine große Schwester. Weil ich kenne ein paar, die dann echt Probleme haben, was wir hatten. Kenne ich nie. Noch eine Folge mehr. Der macht. 3! Ja! Das, der macht Bedrohlichkeit. Es gibt ein ganzes Bedrohlichkeitszirkel. Ja, oh, guck mal! Ja, die ist strong. Die ist richtig strong. Vielleicht mal die Kamus irgendwo hinholen. Ja. Vielleicht. Ja, gleich da hinten. Oh, das fällt eigentlich aufeinander. Ja, genau deshalb. Der Kraken. In Russisch auch richtig nice. Der Kraken. Der wird auch sehr viel gespielt. Ja, aber der kostet leider nicht so viel. Also wie gesagt, in dem Showcase kostet der mir 1,50 oder so. Der ist halt cool, weil im Legacy kannst du den zum Beispiel auf den Delver flashen. Ja gut, ja. Wenn der Delver noch eine Karte zieht jedes Mal, wenn er haut, ist das ziemlich gut, habe ich gehört. Oder auch eine Baleful Strix. Weißt du, 1-1 ja. Fliegen Death Touch und wenn du nicht blockst, ziehe ich eine Karte. Geil. Oh, guck mal, Otter. Ja, das zweite. Sehr gut.
Garuda! Garuda! Und falsch, okay, ist toll. Zu den Falls. Bei mir liegt es bei den Showcase. Du hast gesagt, du legst es zu den Showcase. Ja, ist überlegt, aber es ist dann voll Showcase. Gibt es viele? Ja, aber auch schon Showcase, okay, Rhea. Du hast das Möffel. Ja. Oh, also glaube ich. Erstmal. Ja, ein Rhea, ein würfiger Showcase. Plus irgendwie drei voll Würfel, drei voll Rhea. Ich habe noch zwei Pins. Booster ist ganz okay, glaube ich. Das ich hab noch zwei. Aber halt nur einen Würfel, oder? Also eine normale. Ja, eine normale, das kommt. Ja gut. Der kostet 70 Cent. Die zweite. Ja. Machen voll Comebacks drin. Ja, die spielt man jetzt auch, glaube ich, ein bisschen. Ja, ja. Die ist sogar teurer als die Showcase-Version. Die ganzen Showcases sind günstiger als ja. die normalen Versionen. Naja, weil die ganzen Händler nur die da rippen. Ja. Und dementsprechend das da halt drüber machen. Finde ich doch recht witzig. Ja, ich weiß nicht. Ich komme halt aus einer anderen Generation. Weißt du, bei mir. Ich habe eine Vivian, die ist. Wow, guck mal hier. Kaputte Karten, ja. So macht Wizard Geld. Und die große schläge ich mal zur Seite. Ja, die schläge ich komplett. Die große Preisfrage, ob du bei Neha bei dir, wenn Russisch, dann Russisch und ansonsten Englisch oder wie macht man das? Was machst du? Für die Ordner, oder willst du in die Ordner nur Englische? Englisch. Ordner nur Englische. Also wenn es geht, nur Englisch. Ja. Das heißt, du hast die Karte nicht in Englisch, sondern. Guck mal hier, kannst du Leute tot werden, wenn nicht. Also eigentlich ist es mir egal. Ja. Wo hast du die Hülle hingelegt? Hinter dir oder? Egal, ich mach einen Euro. Ja, aber ich kann sagen, hast du da oben noch einen Neuer. Deswegen dachte ich, du willst mir das einfach, damit ich die dann. Naja, ist gut. Ja. Ich glaube an die. Ja, du kannst ja das Display da reinlegen. Zumindest die schon mal einhüllen. Bei denen. Ja. Klar ist, dass ein Berg im Auge ist. Ja. Auch gut. Aber überlegen, was für eine Karte die war. Weiß ich nicht. 5 Mana mit Mutate und ich glaube, du kannst irgendwas bouncen. Wenn die Mutate und dann so Quatsch. Ich hab die selber auch gezogen, ich kann die gleich in Englisch sagen. Du ziehst die wahrscheinlich auch noch in Englisch. Ich würde die 100%ig noch ziehen. Wenn die nicht schon hier irgendwo liegt. Also 3 voll wäre das hier, okay. Die glaube ich auch noch, dass die richtig stark wird. Und dann bekommst du non-creditable draw card. Ja. Ich glaube, darüber freue ich mich am meisten. Glaube ich dir. Du musst ein Standard-Deck drum bauen. Ich kann dir eins geben, das ist der Shit. Ich wollte den russischen Companion mit voll haben, aber ja. Ja. Leider nicht los. Weil der wird ja eh nicht mehr so lange gespielt. Man kann ja nicht alles haben. Der ist tatsächlich die teuerste Karte, glaube ich, oder wenn es sogar der teuerste ist. Teuerste mit 15, 16 Euro. Ja, soll ich den einfuhren, ja? Was da? Na, ich müffel es auch mal direkt ein. Ja, ich würde jetzt hier nach. Weil du jetzt gerade am Aufräumen bist, würde ich gleich aufräumen. Ich tue halt nur aufräumen, weil Russisch. Ja, weil Russisch. Ich würde jetzt gleich aufräumen, wenn ich hiermit fertig bin, damit ich ähnlich die Zeit verstreiche wie du. Ja, weil, wenn der Kevin nur Russisch gucken möchte, dann vereinfacht das ein bisschen viel. Ja, genau. Der ist da ja eh so hyped. Ich bin Lieblingskarte aus dem ganzen Set. Echt? Ja, das sind 3 Mana, 3-3 mit Menace. Also kann du für 2 Elektronenblock gehen. Ja. Und wenn du die mutatest, und immer wenn der mutatet, ja. Das sagen ja alle Kopien. Genau. Dann ist es so, dass du eine Kreatur mit Mana-Kosten 3 oder weniger aus dem Friedhof ins Spiel zurückbringen kannst. Ja, gut. Klack, 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 klack. So. Ja, aufräumen müssen wir generell. Hm? Da wegen sowas muss ich generell aufräumen. Ja, mach ich jetzt gleich auch. Oh, guck mal, normale Kompendium. Ah, da musst du die russische nehmen. Aber. Ich wollte eigentlich warten, bis die auf. Bis es diese Kastenwaffen gibt. Auf. Ja, aber solange kannst du die ja. Solange kannst du ja die russische benutzen. Ja. Ich benutze die japanische. Ja, gut. Aber weißt du, dass mich das sehr hart an Yu-Gi-Oh! Erinnert?
von einer Zone, die wir mit einer Karte präsentieren müssen, weil sie eigentlich nicht existent ist. Guck mal, der zweite. Das erinnert mich ganz hart an Yu-Gi-Oh! Gut, bei Yu-Gi-Oh! Musst du theoretisch, musst du dir nicht machen. Ja, aber du musst doch irgendwie die Mitte bestimmen, oder nicht? Nicht unbedingt, also, ja, ja. Ist es nicht so, dass du irgendwie die Mitte bestimmen musst mit dieser Karte? Man muss es nicht, man kann. Und, mit dem Auto. Man kann damit bestimmen, das ist halt leichter. Ja, und der Fuchs. Dann hast du ja schon ein Playset. Davon auch. Auch gut. Noch eine Frage. Kann ich wieder jedes Deck reinpacken? Einmal das Deck. So hübsch. Gibt viele, finde ich, davon. Ja. Gott, ich kann die Karten lesen. Was ist das denn? Muss das so sein? Ja, ich fand das witzig, als ich im Bottrop den komplett russischen Spieler gesehen habe, Loris. Ja. Loris, okay. Und ich habe dann angefangen mit dem Russisch zu reden. Wir haben Dinge gegessen, wir haben Burger gegessen. Wir sind gerade jetzt im. Ich bin im zweiten, wir sind im vierten Display von 8. Und er hat eine Menge russischen Karten für dich. Wenn er den anguckt. Sehr, sehr viel. Ja, du hast angefangen, mit dem Russisch zu reden, der konnte kein Russisch, oder? Ja, wie wir. Das ist ja schon ganz gewinnen. In einem normalen Booster vor allem, weißt du? Ja, ja. Das darfst du halt echt nicht vergessen, dass das ja noch die normalen sind. Ja, ich habe mit dem Russisch angefangen zu reden. Ich habe mit dem angefangen, Russisch zu reden, der guckt mich auch an, ich kann kein Russisch, ich spiele mit russischen Karten. Ja, das ist so ein Pimp-Faktor, den viele tatsächlich haben. Komplett russisch hat er gespielt, ja. Hat auch erzählt, ja, ich brauche ein bisschen Russisch, aber. Ja, ja, das sagen die dann immer. Ich kann auch ein bisschen Russisch. Ruhig, sehr komplett und dann hört es, glaube ich, auf. Guck mal, der zweite. Ja. Hier, komm hier. Ah, Playset voll. Erste Playset voll. Brauchen wir 3 Stück von. Also, wir bauen uns gleich 3 Cycle Decks, ja? Ja, wir können, glaube ich, auch alle 3 dasselbe spielen. Tatsächlich. Nur, dass du wahrscheinlich noch Schockländer dahin hast, grün-weiße? Nee. Grün-weiße, rot-weiße? Nee. Ich hab doch 1. Das ist übrigens der, den du gerade eben hattest. Ja. Den du nicht lesen wolltest. Toll, ich hab doch vorhin jetzt auch schon Plätze. Gut, für Commander, einen kannst du spielen. Ja, den Provo voll. Ja. Den hab ich auch gezogen. Haha, sehr geil. Hier, die ist auch explodiert. Ja, der ist auch vorhin russisch gezogen. Ja, so krass, so krass. Ich wollte mir die auch direkt bestellen eigentlich. Ich auch, aber ich habe es irgendwie nicht getan. Ich auch nicht. Ich ärgere mich so hart, Entschuldigung, fürs Husten. Ich bis jetzt auch noch nicht. Mal meine 7 Sachen zusammenbeuteln, einkaufen fahren und würde mich dann bei dir blicken lassen. Das ist okay, ich würde dich nur davon dir von abraten, den Döner auf den Tisch zu legen. Auch meine Vollwerke gezogen. Aber gut. Bei den Matheuren, ich weiß noch nicht, was ich von denen halten soll. Die wirken sehr stark, gleichzeitig verstehe ich sie nicht und deshalb wirken sie auch sau schwach. Ja, du kannst halt 3 farbig bezahlen und. Dann kaufst du einen Bonus-Effekt. Genau. Ja, auf noch bei dem Test. Ja, gut. Das steigt auch gerade wieder. Okay. Der steigt auch gerade wieder ganz gut. Echt? Ja. Okay. Gerade generell shiftet auch alles ein bisschen. Das ist krass, weil alles, was du in den letzten paar Tagen gesehen hast, ist, dass alles am Fallen ist. Hä? Und der Ruder, ja. Du brauchst 4 Stück von. Guck mal. Bin gut darin, die aufzumachen. Ja. Ich hab noch keine. Noch ein Showcase! Du hast schon 3 Stück davon aufgemacht. Ja! Eins davon ist voll. Ja, das ist das erste Playset, davon brauchen wir noch 2 Playsets. Ich hab auch noch wahrscheinlich, ich bin mir recht viel davon rumgegeben. Das ist mir jetzt ein Playset. Ich meine, logistisch habe ich die auch ziemlich aufgezogen. Ja. Freut sich dafür. Wenn das okay für dich ist, Daddy. Noch. Ah, jetzt hast du es eigentlich, hast du dich eingeholt, ja? Ja, jetzt habe ich dich eingeholt. Nachdem du den meckert hast. Die finde ich auch so strange.
Kreaturen mit Bedrohlichkeit müssen von drei Kreaturen geblockt werden, statt von zwei. Wo ich denke, wow, Bedrohlichkeit sagt zwei und sie müssen das noch buffen? Was zur Hölle? Ja gut, gegen diese ganzen Token-Spam ja. geht's, glaube ich. Alles. Aber, guck mal. Und mehr als Playset. Von dem Sprite. Ja, Ultimatum. Ja, aber die sind leider Gottes ziemlich häufig in den Pre-Release Packs. Mhm. Weshalb dass die Dinger halt echt nicht so teuer sind. Da muss man gucken, wie sich die entwickeln. Oh, Hippo! Die Wolfenwalz muss noch drin sein. Ja, habe ich ohne Ende noch. Aber die in voll kannst du sogar verkaufen. Ja. Okay. Ja, die in voll habe ich gemerkt, sie gehen. Ja, weil die Commander-Spieler halt alle ihre. Wieder ein Affen. Ah, Playset ist bei mir fertig. Ich sag nicht, was bei dir aussieht. Also, ich vermute mal, wir haben genug davon. Ich denke auch. Vor allem, ich muss überlegen, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte durch. Ja. Ah, ein Plays. Wunderschön. Ja. Brauchst du ja auch eins für dem Artwork? Ja. Habe ich, glaube ich. Ich habe auch noch ein paar Folien bei hier sind auch einige drin. Ja. Wenn dir was fehlt, kann ich es aus dem Kern dann rausnehmen. Das sagst du mir dann Bescheid. Weil ich stelle jedes Fäulein für 50 Cent online und die Leute kaufen die. Ja. Wo ich mir auch denke, so wow, ein Fäulein für 50 Cent. Und Leute bestellen dann auf einmal so 5 Stück davon und denkst dir, was habt ihr vor? Warum seid ihr denn so dumm? No offensive für Leute, die sich das schon bestellt haben, ja. Aber wenn es wenigstens irgendwas Cooles als Land ist. Aber nein, einfach nur irgendwelche random Foilen, ne? Sowas jetzt mal. Ja, man muss halt nicht so sein wie ich und dann sagen, okay, ich bestelle jetzt 20 von jedem Unstable Land. Ja, ja. Auf der anderen Seite sind die Unstable Lands ja auch sehr verhasst, habe ich festgestellt. Echt? Ja, gut, da habe ich auch ein bisschen gemerkt. Die Unhinged sind da beliebter tatsächlich. Ich finde die Unstable tatsächlich besser. Weil man die auch easier fetchen kann, meiner Meinung nach. Ja gut, mir gefällt einfach was voller. Oh, Trippen. Es liegt nicht an mir. Doch. Nein, ich kann da nichts für. Ich schieb alles auf dich. Okay. Ja, Cycle Deck. Ah, wollte ich gerade sagen. Erstmal durchgucken, ob da noch so ein... So, meine erste Würfel-Deck. Ja, wie gesagt, die habe ich jetzt mit den Rares zusammengeschoben, weil das für mich halt wieder flott ist. Die sind ja relativ einfach rauszuholen. Das wird ein geiles Bild, glaube ich. Hättest du nicht erwähnen sollen. Jetzt hängt er die ganze Zeit da. Oh, er hat gesagt, ich bin cool, ich muss unbedingt gespielt werden, ich muss kommen. Du hast gesagt, man kann nicht, glaube ich, nicht machen, hat für mich. Ist egal, du hast seinen Namen erwähnt. Noch ein Affen. Ist wie so ein Hund. Er hat meinen Namen gesagt, noch ein Sprite-Face. Er hat meinen Namen gesagt, er muss mich mögen. Ich hab den Stempel. Ja? Der komischerweise 1 Euro wird. Was? Der im Pro, also Stempel voll. Der Stempel voll ist ja aber nur selten tatsächlich. Guck mal her, ja, so ein Shark Typhoon. Aber kann auch sein, dass er das einfach aus Versehen reingestellt hat, weil das ist der einzige Anbieter gewesen, nochmal den Hippo. Wir haben gefühlt mehr Hippos als Zeniten, ja? Das stimmt irgendwas hier nicht. Wir haben definitiv mehr von den grün-schwarzen Kompetenzen als Zeniten. Irgendwas ist hier nicht korrekt. Du darfst dabei nicht vergessen, den Typen kriegst du nur aus den Ikoria Promopacks, die du nur bei Standard-Turnieren bekommst und so weiter. Die finden ja eigentlich aktuell nicht statt. Dementsprechend kannst du halt Glück haben und dein Händler schenkt dir dann sowas, wie es bei dir der Fall war. Ja. Ralf hat mir zum Beispiel 2 gegeben zum Aufmachen. Aber es hat halt noch niemand. Oh, was ist das für ein geiles. Die sind da auch noch. Ja. Geil! Geil! So. Sprite Dragon. Mehr Sprite Dragon braucht das Land. Ja. So, da hieß das russische Zeug. Dann fange ich mal an. Hier die Kamms. Nur die Kamms eigentlich. Nur die Kamms, ja genau. Die Ankamms? Ankamms gehen noch. Ja. Wenn das 2 Displays waren, dann geht da nochmal 2 Displays drauf. Halt, die Kabel sind halt immer unendlich viele. Nein, so. Bulk. Ich weiß gar nicht, was ich meine.
General. Der ist tatsächlich, wie gesagt, echt cool eigentlich. Wird auch. Ja, spielt in Human, dieses ja, Madu Human oder so. Und im Modern wird der gespielt, im Human. So, dann gehe ich weiter. Ja. Ist im Grunde auch nicht schlimm, wenn du mal ein Display irgendwann aufhängst. Ja gut, du hast ja noch das Collectors. Ja. Das würde ich dann aber tatsächlich auch so machen, dass ich in der Zeit gar nichts aufmache, wenn du das Collectors aufmachst. Weil dann würde ich tatsächlich da die Kamera hinfahren. Das ist sehr interessant. Ähnlich wie die Boxkopper. Auch stimmt, haben wir noch gar nicht aufgemacht. Ne, kein einziger. Glitzert so viel, wird das gar nicht aufgemacht. Ja, alles am Feld mir glitzern, keiner weiß mehr, was überhaupt hier passiert. Und, das war Kammeln, noch eine Schaufel. Kammeln, ankammeln, Müffig. Tatsächlich freue ich mich hauptsächlich über den Müll. Das klingt jetzt echt dumm, aber das mit dem Bild war echt eine coole Idee. Oh, hier! Den auch gespielt. Und nochmal der Otter, das ist schön. Ja, du hast jetzt genug Otter, damit ich auch einen haben kann. Sei du willst ihn nicht abgeben. So, nochmal den. Der ist tatsächlich cool. Noch eine Folge. Der ist auch wunderhübsch, wenn ich fahre. Sowohl der als auch in der Showcase-Version. Ich finde die echt cool, die Papageien. Ja. Oh mein Gott, ist der voll? Oh mein Gott. Hm. Der Folge, ja. Ganz gut. Ach stimmt, voll müffig. Ah, stimmt, ist der müffig. Mhm. 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 Ich hab so selten, ich mach so viele Duftfälle auch, hab bis jetzt eine voll müffig gezogen. Echt? Ja. Also das ist jetzt theoretisch die zweite. Krass. Also ich habe damit... Und diese Vollmittel habe ich aus 5 Booster gezogen. Auch nicht mehr. Und cool. Sieht auch cool aus. Das war ein War of the Spark Booster. 5 Stück habe ich mir gekauft. In dem Booster habe ich die normale... Boah, was hatte ich da? Den weißen Gott habe ich gezogen. Heliod. Und da, dahinter war die nochmal ein Müffel. War die voll. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Dann hat sich gelohnt, das Bild. Fünf Booster. Geht. Wenn ich dich kenne, hast du direkt noch einen geholt. Nee, ich war schon zu Hause. Okay. Ich wollte dir eigentlich noch einen Otter. Noch einen Otter. Oh, wunderschön. Das war eigentlich für das Unhinge? Nee, das Unset. Unsanctioned? Nee, es gibt ja diese 5 Decks voller. Unsanctioned. Unsanctioned, ja. Da gibt es ja eine Karte, die sagt, du einen Booster und du kriegst die Karte davon. Ja, yeah, genau. Und da wollte ich den Booster eigentlich für die Zeit zerlegen. Da dachte ich mir, ich glaube, irgendwo da nur Weisen ist, glaube ich, besser davon. Cooler geeignet, ja. Wir haben das tatsächlich gemacht und haben dafür mit dem Booster-Tutor, da haben wir tatsächlich ganz alte genommen, ja. Gut, ich wollte jetzt Mythic. Mythic ist perfekt dafür. Mystery, also Mystery Whisper ist perfekt dafür. Das wollte ich dafür nehmen. Das ist wirklich perfekt, denke ich. Wollte ich mir ein Display zur Seite legen, ja. Quasi nur dafür. Ja. Hat das denn wenigstens funktioniert? Ich habe nur 2 aufgemacht. Ja, das hat nicht funktioniert. Nee, ich warte noch drauf, dass ich... Ich weiß nur, dass mich neulich der Franziskus und der Robin haben mich neulich angerufen und wollten von mir eine Flavor Judge-Frage haben. Ah, guck mal hier. Wir haben mehr von dem als von den Flares. Das kann doch nicht sein. Jetzt weiß auch, warum die so günstig ist. Ja, echt mal. Nicht nur, weil die kacke ist, sondern weil die auch noch ohne Ende da drin ist. Noch eine Müffel. Ja, Müffel ist auch mal ein ganzer. Ja, 4 Stück in der Nüsswelt. 5. Ich hab ja noch die voller gezogen. Ja, Müffel auch mal ein ganzer. Glitzern musst du noch. Ja. Der Klaus geht's. Nochmal der Sweeper. Oh, das ist ein Companion? Mehr Abwechsel. Ah, voll bekiegt. Ja, voll büffig.
Hast du endlich mal eine Folge? Oh mein Gott, was auf den. Geil, das ist cool. Das ist richtig cool. So meine fünfte Mitfälle. Sechste. Wow. Also, sechste also das ist deswegen abartig, mein Freund. Ach stimmt, die, die machen die auch. Ja, die sind auch von denen. Das ist so ein kleiner Wizard-Fan, wo ich bin. Ich sehe nur das Logo dahinter, dachte ich, wie... Die haben auch eine Zeit lang hier Ding gemacht. Wie hieß denn das? Duel Masters? Ja. Duel Masters! War eine wunderbare Serie. Ich fand die nicht schlecht. Ich auch nicht, ich hab die hart gefeiert. Aber auch weil sie sich selber nicht ernst genommen hat. Hat dann so auf einen Charakter die Kamera gerichtet, die Kamera kommt immer näher und dann immer so dong. Oh, zu nah, bitte fahr etwas zurück und dann siehst du die Kamera gleich zurückfahren. Ja, also, du kannst Musics aufmachen, oder? Ja. Ich kann die Drehung aufmachen. Da ist noch ein Fuchs gewesen. Sehr, sehr cool. Ich kann die Drehung aufmachen, mein Freund. Der ist auch richtig cool. Ja, also, ich habe gerade noch durchgelesen, was ich kann. Weil ich habe jetzt das erste Mal gesehen. Ah, okay. Come rare. Ich ziehe aber auch keine von diesen rot-weißen Flair-Zaubern im Ankampfslot irgendwie. Ja, da wurde jetzt viel diskutiert, ob die jetzt wirklich so, ob die underplayed ist oder nicht. Ja. Oh. Ich glaube tatsächlich, dass die underplayed ist. Die ist sehr, 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 sehr viel stärker, als die Leute es denken. Ja. Gerade im Standard, meiner Meinung nach. Also, es gibt Modern, vielleicht sogar ein paar, den kann ich mir so auch vorstellen, aber so Modern ist, glaube ich, zu schwach für. Ich glaube, die ist sogar auch ein bisschen was wert. Die ist, geht so. Oh mein Gott! Da freut sich ja jemand. Das ist ja heiß. Das ist ja heiß. Noch eine Folge kommt. Hast du zwei jetzt, oder? Was jetzt zwei? Eine Russisch und eine Englisch. Vielleicht können wir darüber hier übereinkommen. Ich habe da noch was anderes, was du vielleicht haben willst. Die finde ich so hübsch. Irgendwie. Auch, ja. Also generell diese Showcase-Karten finde ich sehr, sehr hübsch. Wir haben noch keine einzige Godzilla-Karte aufgemacht, oder? Nee. Also ich glaube, waren die sind hier drin. Auch normal, ich dachte, die sind nur in den Boxdorfer drin. Die sind auch in den normalen drin. Zumindest bei den japanischen, bei japanischen habe ich welche rausgezogen. Falls du dich erinnerst, diese Mottenkugel. Stimmt, ja, hast du den Nordvoll gezogen. Ja. Wow. Und den Voll. Ja, Voll aus dem Boxdorfer wahrscheinlich. Oder? Nee. Nee? Nee, die waren beide in dem Display. Oh mein Gott, wollen wir nochmal fragen. Oh. Die waren beide in dem Ding drin. Beide in dem Display. Das hat wundert mich, dass halt noch gar keine davon gezogen. Oder wir haben eine gezogen, ist uns aber nicht aufgefallen, weil ich glaube. Warte. Wir sind hier borderless, wa? Meine ich. Ja, vor allem haben die auch einfach den Namen hier unten stehen. Das stimmt. Wäre uns aufgefallen. Und die sind ja alle in diesem Comic-Style. Andere ist ja nicht in diesem Comic-Style. Es kann nicht sein, dass die in Europa nicht hier drin sind, sondern nur in Japan. Das wäre natürlich richtig abfuckt. Nee, ich glaube nicht. Dann hat der überhaupt Spaß gemacht, weil die das ja pushen wollten. Ja, ja. Und verkaufen die Japan. Aber hier sind ja die normalen Showcases, weißt du? Also die normalen Showcases sind ja drin. Alle drei, nein. Oh, guck mal noch. Die Golden Case. Ja, wahrscheinlich. Keks ist kacke. Danke, Ralf. Für nix. Ja, machen wir jetzt alles auf und dann gehen wir zum Ralf und sagen, da war eine Scheiße drin. War kacke, nimm bitte zurück. Hier ist der Kassenbon. Wie doof das wäre, wenn du Booster zurückgeben könntest, die Kacke waren. Tourkarte. Oh, guck mal hier. Ah, drei Mana ist die eine Karte. Ist nicht so schlecht, das Land, gerade nicht in so einem Big Deck, aber grundsätzlich finde ich die tatsächlich nicht stark genug. Leider. Ja, sicher, als ist das halt auch noch so. Ja, genau. Semadig, aber. Hier in dem Set geht das schon klar. Ja, gut, mehr ja. Drei Stärke, oder vier Stärke oder drei Stärke? Vier. Ja. Vier oder so. Geht schon klar, dass vier oder mehr zu haben. Noch ein Koga. Dann hast du jetzt übrigens Blazer.
Von dem ist auch. Über dem Playset. Ich habe zwischendurch schon eingezogen. Es ist über dem Playset. Darkness passt das Playset. Einer fehlt noch. Noch ein Trio, normal. Das hat kein Trio. Ja, die gehen auch ein bisschen mehr. Ja, 4 Euro oder 5 Euro. Die werden auch wieder teuer. Also das sind so ja, Sachen, die würde ich jetzt auf keinen Fall verkaufen, weil die jetzt aktuell jeder verkaufen will, weil jeder versucht damit Easy Money zu machen. Aber die werden wieder hochgehen. Oh, guck mal hier, das Flair. Endlich. Das ist so eins pro Display drin, habe ich das Gefühl. Ah, noch eine von Mythic. Was? Heute hast du es dann aber auch. Oh, und auch noch der ist richtig cool, von meiner Meinung nach. Der Chevil. Dann Bane of Monsters. Monsterjäger. Den habe ich in der Punch gezogen. Was kann der für Cycling Ability? Okay. Da, hier. Vielleicht ist er voll, jawohl. Du hast dann die dritte voll mittel. In der Case. Aber also nicht so. Normalerweise ist tatsächlich in jedem Display ein voll Mythic dabei. Ne, ein voll Rare oder voll Mythic. Ein voll. Also. Ein voll Rare. Oh mein Gott. Ich glaube, das war in jedem zweiten oder dritten Display gewesen. Alter! Das tut mir leid. Also, nee, tut nicht, es freut mich für dich, aber. Ja, Alter, guck mal hier, 3 Stück in einem Booster. Noch ein General. Noch ein General. Play ist der General. Ich werde es darüber, dass ich Play jetzt in Rome ziehe. Den Showcase. Ich hab, glaube ich, sogar noch. Ja, ich habe noch einen Russisch gezogen. Ja, genau. Ich habe ein Playset jetzt schon davon. Ist schon okay. Aber Hauptsache, dieser Flair ist dann halt nur einmal im ganzen Case drin, weißt du? Oh, das sieht so cool aus, die ganzen Booster. guck mal, normaler Zähler. Noch ein. Hast du bis jetzt alle davon gezogen? Ja, ist doch voll okay. Doch voll okay. Das ist ein Zeichen. Er will zu dir. Ja, Mutter wieder gewonnen. Stimmt, das kommt ja auch bald, oder? Ja, Montag ist tatsächlich die Ankündigung, ob im Legacy Contenders bleiben oder nicht. Echt? Ja. Meiner Meinung nach werden die gehen. Los. Befürchte fast auch. Obwohl, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Companions sind zu overplayed und sie können sich das nicht erlauben, die im Format zu lassen, weil viel zu viele alte Karten damit kaputt sind. Und selbst wenn sie jetzt ihn bannen, er ist ja das Hauptproblem, oder? Das ist das Hauptproblem. Selbst wenn sie ihn bannen, haben sie weiterhin das Problem, dass ein paar der anderen Companions einfach zu stark sind. Und zumindest in den alten Sets, wo du Lionside Diamond, Black Lotus und sowas hast. Mhm. Meiner Meinung nach ein Fehler, ja, oder? Meiner Meinung nach ein Fehler, die zu früh zu bannen. Ich finde, sie sollten sie länger im Format lassen, damit die Leute testen können und probieren können. Ja. Weil klar, online wurden jetzt schon einige Sachen getestet. Aber online ist auch jeder Zweite am Stream und muss ein cooles Deck spielen, damit Leute ihm zugucken. Wenn du und ich wissen, wie das ist, wenn man 0815, sag ich mal ganz doof insgesamt, streamt. Ja. Und, ich finde es nicht schlecht. Ja, nee, aber das halt, wenn du davon leben ja, möchtest und Zuschauer haben möchtest, dann kannst du kein Untergrundsache spielen oder was Neues. Ja, ich meine, sondern du musst was richtig Krasses spielen, was Neues, was Cooles, was alle sehen wollen. Ja. Und die Leute wollen halt nicht Mono Red Prison, was seit 20 Jahren keine neue Karte bekommen hat, sehen. Also jetzt 20 Jahre. Ja, das ist aber gefühlt 20 Jahre. Genau. Aber sie wollen halt was Neues sehen, sie wollen was Cooles sehen und dann ist halt nur Companion, deswegen werden die so viel gespielt. Und das ist auch einer der Gründe. Hast auch einen Schwanz gezogen. Nee, jetzt kommt mein zweites. Okay. Immerhin. Blau, rot, weiß. Ja, ganz cool. Kann man im Discard-Deck spielen. Im Cycle-Deck. Wegen der Cycle-Ability. Nee, weil du rot und weiß spielst. Also, blau spielst du nicht wirklich. Aber du spielst rot und weiß. Es sind so viele Füchse im Set, die ist mir aufgefallen.
So viele Füchse sind selten. Da ist ein Kagera. Ja. Ist auch wieder ein Freund drin. Freunde Fick, noch eine. Selbe Booster, komm schon. Ne, war doch kein Freund. Aber noch ein Silber. Auf dem Plastik. Ich glaube, ich habe ziemlich viele Rests schon im Plastik gezogen. Ja, wir sind nicht durch. Ja. Der Hauptteil kommt ja quasi. Ja. Ja. Hier ist halt eine Menge Balk dabei. Guck mal noch das Project. Ich hab's noch keinen gezogen. Ich hab's noch nicht gezogen von dem Godzilla kaufen. Nee, echt nicht. Das wundert mich halt, weißt du. Bei den japanischen kann ich dir gleich noch zeigen. Das ist dann ein Preview. Oh, noch eine ziemlich gut. Ich zieh nur die Human. Ja, du sollst auf jeden Fall Human spielen. Nee, also tatsächlich ist es so, dass die anscheinend hier im europäischen Markt da nicht drin sind. Weil im japanischen habe ich da welche rausgezogen. Und zwar echt nicht gerade wenig. So, wie machen wir das? Wie willst du das machen? Hast du das vor? Machst du das? Ich mach mal noch den. Ich hab noch ein halbes Display da liegen. Ja. Und dann schwenken wir auf dich über und dann machst du das. Auf ein halbes Display liegen, wie machen wir das jetzt? Ja, gut, das ist halt. Ich hab dich halt irgendwann mal überholt mit einem, glaube ich. Beim ersten schon. Was, Papa? Also, ich hatte noch quasi einen Stapel gehabt, dann warst du fertig. Oh. Okay. Entschuldigung. Normalerweise swipe ich da auch so durch und. Ich bin gerade sehr langsam. Also, weil ich hier wirklich sehr, sehr langsam bin mit raussuchen, mit dir reden. Hauptsache, ich zieh sowas. Ja, ja. Du hast jetzt auch den dritten oder so gezogen. Allein von was der Version meine ich halt. Double Strike. Mehr Schwank. Aber ich gehe jetzt halt nicht hin und. Das ist eigentlich auch ganz gut. Die ist wirklich gut, ja. Ja, und alles einzeln, aber normalerweise gehe ich ja noch nicht mal die Kamens durch, aber hier muss man die Kamens ja durchgehen wegen den Showcase-Karten. Ne? Ja, stimmt. Nee, mach's mal. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, die Showcase-Karten gefallen mir bis jetzt als zweitbestes. Ich finde die auf jeden Fall besser als diese komischen Nyx-Karten aus aus dem Dingset, aus dem Theos-Set, genau. Noch ein Lurios. Ja, mehr Lurios. Oh, hier, Fuchs, viel wichtiger. Hafan. Power werden. Davon kann ich dir eine Folge geben. Also. Überlegen, habe ich jede Möffig schon gezogen? Ja, war. Ich glaube ja. Guck mal. Aber ich habe von den roten Planeswalker schon eingezogen, ne? Den hast du zugezogen. Den habe ich gezogen, ja. Das ist jetzt auch nur einer. Aber dafür habe ich auch keinerlei Vivien und keinerlei Vivien gezogen. Vivien hast du nicht eingezogen? Nee. Ich habe weder Vivien, du hast eine Vivien gezogen. Ich habe kein Vivien, nee, kein Planeswalker gezogen. Bisher. Ich meine. Planeswalker doch, ach so. Ja, den Ding-Typen, ja. Aber kein, weder Narset. Narset habe ich noch gar nicht gesehen. Und wir sehen auch noch nicht, meine ich. Na, ja, und einen sicher. Einen Narset-Zug hat noch gezeigt, hier. Ein bisschen gedamaged. Das kann ich. Muss ich mal durchziehen, wie viele. Eine Menge. Flourishing Fuchs. Wahrscheinlich mehr als Zeniten. Hier. Also müsste dann ja Vivien hier bei sein. Ich meine zumindest. Haufenweise von den Affen, haufenweise grüne. Doch, ich habe die Vivien gezogen. Die ist sogar. Ah, das ist die hat da ist auch mehr, ich erinnere mich. Warum wurde ja. Das ist ja von den Affen. Fehlt nur noch einer, dann kannst du das wegspielen. Der wird ja aktuell auch im Standard, im Pioneer, im Modern, das Deck spielen. Ja, kannst du eben. Weil es einfach nur. Aber mit dem Standard, ja. Ja, natürlich. Ich kann sagen, weil im Legacy ist das Deck arschteuer.
Also wirklich, wirklich arschteil. Ja, vier, ich habe auch noch zwei. Ja, da, das ist viel wichtiger. Ich habe die in voll gezogen, sogar. Ja, dann musst du meinen die voll haben. Dann werde ich dir meinen voll ziehen. Aus meinen einen Schrank, aus dem Promopack. Ah, mit dem Ding, oder? Mit Stempel dann. Stempel. Ich sag einfach gar nichts mehr dazu. Echt gar nichts mehr. Am besten. Das ist bitter. Also ich freue mich für dich, ja? Keine Frage, aber das ist schon hart. Das ist doch gut. Ich zieh nur die Nummer. Nur. Ich kann sagen, es ist immer noch bessere Wärs als viele andere. Okay, wäre auch nochmal teuer, wenn wir jetzt die Shockländer rausrotieren. Ja, ich denke auch. Dann werden die auch nochmal teuer. Und wie gesagt, wenn die ganzen Commander-Spieler da wieder anfangen, weil jede Karte, das ist so die Faustregel, jede Karte, die ein Commander-Play sieht, wird irgendwann teuer. Ja. Und gerade sowas, weil von den Triomen wirst du jetzt wieder so ein halbes Jahr lang nichts sehen. Schaffen wir nur. Bis der Zirkel, weil es sind ja tatsächlich zu wenige. Es sind ja nur 5 von diesen Triomen. Die anderen 5 wirst du ewig lange nicht sehen, deshalb werden hier die teuer werden. Noch ein Human. Human spielen kannst du, ne? Er hat sich einmal in Modern. Wurde mir einmal das Deck hingelegt. Human in Modern macht Spaß, tatsächlich. Hat Spaß gemacht. Also schönes Deck. Ich wusste nicht, was ich mache, aber Human. Egal, es legt ein Human, 1000 Humans triggern, vergisst die Hälfte, trotzdem funktioniert das Deck. Es ist Humans in Modern. Mir hat Spaß gemacht. Das war noch bevor ich mit Legacy wirklich angefangen habe. Ja. Das ist nochmal aufnehmen, ja, das ist nochmal aufnehmen. Und mittendrin so abgebrochen. Fehler beim Schreiben der Datei. Kein Speicherplatz hier. Das glaube ich nicht. Das ist ja noch nicht so lange dran. Mensch. Anderthalb Stunden, glaube ich. Wir waschen auch ein bisschen durch. Das ist korrekt. Oben hier. Ich sehe einen Planeswalker. Ich habe eine Nase. Ach, merke Uga. Ja, dass wir das ein bisschen durchschwarzen, ist meiner Meinung nach vollkommen okay. Ja, das dauert ja trotzdem lange. Geht, das heißt aber, ich muss es nicht verspielen und ich kann unsere Stimmen drin lassen, wenn das okay für mich ist. Nein, muss gemutet werden. Okay. Immer wenn du was sagst, wo ich so ein Beatbone rein. Das ist überhaupt keine Arbeit oder so. Nein, nein. Das ist natürlich cool. Die haben voll. So sind die Knie. Da kann ich gleich auch noch mal bei dir durchgucken, bevor ich die verkaufe, was ich noch so habe, was du vielleicht brauchen kannst. Ich meine, da kommt ja noch ein bisschen was. Ja, jetzt kommt, und wir haben noch da die ganzen Boxtopper. Das sind alles Godzilla. Das ist wirklich, wirklich strange. Ja, als Ankampf oder sowas ja auch gehen. Ja, denke ich auch, aber als Rare nimmt der halt echt coole Sachen weg. Okay. Nochmal ein Flicker. Ja, dann soll ich auch gleichzeitig das einigermaßen beenden. Das beende ich aufräumen, ich sag's da schon mal. Ich muss ja auch noch aufräumen. Hä? Ja, dann räumen wir einmal auf und dann setzen wir die einzelnen dran. Ich werde mit dir, ich habe irgendwo eine Showcase übersehen. Ich nicht. Ich denke, ich habe irgendwo eine Showcase übersehen. Ich bin mir nicht sicher, was ich
Der Ankamenstapel. Der Ankamenstapel, der fängt langsam an, so hart zu wachsen, dass er nervig wird. Ja, ich weiß nicht, hast du den 3-Mana, 3-3 Artefakt-Creature? Ja, 3-4 Mana habe ich den jetzt. Gut, so wollte ich spielen. Ja, den Kinan gerade, den Kack zu mal, auch schon ein paar Mal. Aber ja, den habe ich ein paar Mal. Also der, diese zufällige Marke. Genau, der zufällige Marke, die ich hier noch nicht habe, so ich weiß. Was ich ein bisschen doof finde, weil er damit weniger für seinen Kleines mal ankriegen kann. Das kriege ich in meinem Deck ganz gut hin. Noch ein Luca. Noch ein Luca hast du eigentlich einen Planeswalker, ja? Weil der ist gerade halt mega am Start. Ja, der wird, halt, der wird in so einem. Ich weiß, ich habe das Deck gesehen. Ich wollte das Deck immer im Modern Fletch spielen. Oh Gott. Cool. Ich beschwere mich. Guck mal, hier ist der Cedar Shock das erste Mal ohne das. Ja, das meine ich halt. Du hast halt. Von den Showcase-Karten manchmal, der hier ist auch fast doppelt bis dreifach so teuer wie die Showcase-Karte. Ja, weil die Showcase-Karte hat gefühlt jeder. Ja, gefühlt, ja. Also wir haben in 2 Displays 2 gekriegt, in 8 Displays, 7 Displays 2 gekriegt. Aber du wirst es gleich sehen, wie viele da drin sind. Ich hab ja schon eins aufgemacht. Ich will das hier jetzt nicht spoilern, ich will dir den Spaß dabei nicht nehmen. Guck mal, also wir haben davon wirklich mehr als von den Flares. Aber, ich habe einen Flair. Das Wort noch aus dem Display habe ich gezogen. Ich glaube, daran wird das scheitern, dass wir alle einen Zeigerlänger haben können. Was ist das denn? Daran wird das scheitern. Den Flair habe ich auch noch früher. Echt? Ja. Ich habe, glaube ich, das ist das dritte Flair, was ich aus den 4-5 Displays, die ich gehabt habe, aufgemacht habe. Ich habe ziemlich viele davon. Das ist doch schön. Dann scheitert es nicht daran. Oh mein Gott, voll Showcase. Klospinne. Klospinne. Die Eule. Noch ein Krieger. Okay. Nie gesehen. Creatures in Control, Fallen, Have Spells, ich kann kommen, ja gut. Gibt es nicht so einen Flieger-Deck für Standard irgendwie? Gab's. Weißt du, wie es ich weiß, dass es hier so ein. Ich habe hier so einen blau-weißen Dude, der Fliegern irgendwie plus plus gibt und so ein Quatsch. Ich hab. Wie gesagt, ich bin bei der Standard eigentlich raus. Ich auch. Pick die Kirche! Das sollte keiner meiner Professoren. Aber noch einer da vorne. Ich bin mal kurz fertig. Ich muss gleich die ganzen Fenster mal. Ich bimmel jetzt erstmal so eine Stunde durch. Mein Gott, guck dir mal das Artwork an. Guck mal an, die Schnauze hat der da. 2 Showcase. Nochmal der Otter. Nochmal der Otter. Natürlich cool. So, erstmal hier. Danke für nix. Dafür zahle ich Kirchensteuer. Meine Eltern haben das abgesetzt. Ja gut, ich habe es selber gelassen. Ich darf es nicht. Du darfst es nicht. Nee, die später mal wirklich im Lehrerbuch arbeiten will. Ah, hier, Choice of Eve. Die ist gut. Das hat auch 2 oder 3 Stück tatsächlich. Die erste, die ich davon sehe. Echt? Ja. Und die waren beim Display. Ah, okay. Das ist natürlich sehr gut. Kann man mal machen. Das kann man mal machen. Machen wir ganz zum Schluss. Hier wird es ganz hart, da ist es ganz heiß drauf. Die 280 Euro. Ja. Müsste jetzt mindestens reingehen. Auch Lichtverhältnisse noch ändern. Ja, das passiert. Ganz, ganz speziell machen. Ja, habe ich tatsächlich neulich in einem Video drin gehabt. Der Gegner spielt irgendeine Karte. Ich glaube, es war ein Companion. Mhm. Dann einmal verdunkelt sich das Ganze, weil die Sonne hinter dem war super. War super Special Effect. Die sehen anders aus. Die sind ganz frei gepackt. Hä? Ja, ganz teil, also in Europa gepackt. Nee, in den USA war. In den USA sind die ganz frei. Ja, genau. Die glaube ich auch. Oh. Was steht drauf? Made in USA. I. Ja, I-USA. Ja, da ist die Printqualität ja nicht. Nee. So. Mach sie nicht so kaputt, ich brauch die noch. Feuer, 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 Feuer. Dann kommt das Volland. Dann kommt eine Commander-Karte. Dann kommt eine Show, also eine Full Art.
Dann kommt eine Foil, das ist eine Foil mit. Ja. Dann kommen zwei Showcase. Und dann kommt ein Trio. Immer. Also ziehst du jetzt alle Trio nach. Und das ist da. Davon noch zwei ziehst, würde ich den nehmen. Ralf hat nämlich auch noch einen zu. Dann kommt noch einer in Foil. Ja. Also es kommen immer zwei Showcase. Hier kommen zwei Showcase. Dann kommt die Godzilla-Karte. Dann kommt eine Foil-Showcase und ein Top. Ach, das ist schon mal gut. Das ist verdammt gut. Und dann noch ein zweiter von das. Bin ich richtig stolz. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch eine Foil und dann eine dritte. Eine Foil, die hoffe ich auch. Ja. Das muss ich dir nehmen. Aber der dritte wünsche ich dir nicht. Dann hättest du nämlich viel zu. Ja, ja. Die spiele ich auch in Standard. Das kommt, genau. Zwei Ankern, dann ein Land. Commander-Karte, die ist sogar cool. Dann Full Art. Voll witzig. Zweite. Dann Showcase, Showcase. Triumph und. Noch eine. Voll Godzilla. Und noch ein Voll Showcase und ein. Genau. Sind die auch beidseitig? Ja, natürlich. Auf der einen Seite ist, glaube ich, immer ein Human, auf der anderen Seite sind sie anders. Und es gibt, glaube ich, drei Humans. Ich fand die Food-Tokens am besten. Ich auch. Aber das auch nur, weil auf der einen Seite sowas war wie so ein Wildschwein, auf der anderen Seite ein Food-Token, wo so ein ausgestopftes Wildschwein drauf war. Das war so schön grausam. Ja. Ankans. Land. Commander-Karte. Aber oh, keine Falle für. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Genau, das wäre der Drehung gewesen. Da ist ein dritter Gem. Hier kommen jetzt die ganzen Luftzeller-Fahrt. Ja. Es wundert mich halt echt, dass die nicht im normalen Display. Ja, wundert mich gerade auch. Weil, wie gesagt, bei den japanischen habe ich da einige rausgezogen auch. Das ist halt schon ein bisschen. Ich weiß halt nicht, ob die in Japan vielleicht nur da drin sind. Ich weiß nicht, ob die Collectors Display jetzt haben. Die ist gut. Ja, der Kohle. Ja. Ja, mehr Octopus. Ich weiß, wer sich darüber freut. Ja, der ist auch richtig cool, der Witzel. Ja, die wollte ich halt im Standard spielen. Ja. Hast du jetzt mehrere? Ja. Ich glaube, einen russischen, einen englischen, einen Full Art. Musst du doch noch irgendwie das Japanische kaufen. Aber ich glaube, ich habe noch einen Japanischen davon. Das Ganze, so alles einmal. In dem Standarddeck spiele ich generell auch viele russische Karten. Ja, yeah, würde ich generell auch machen. Commander-Karte, Full Art. Nochmal eine. Also Ultimatum. Showcase, Triumph und. Voll. Wann bist du denn? King. Ja, schon davor gesehen. Ja, eigentlich nicht schlecht. King Cesar. Ach, das ist dieser. Oh ja, das ist der Mutate-Typ, der ist cool. Ja, der ist eigentlich nicht schlecht. Ja. Wenn er mutated, macht er irgendwo viel Schaden drauf. Ja. Vier Leben. Das ist schon ziemlich strong. Ja, ist schon strong, das muss man einfach sagen. Schon ganz ernährt. Ach. Ja, der Klassiker. Es haben tatsächlich bei mir so viele. Gerade bei dem Ei. Das Ei habe ich, glaube ich, aber noch mal in Freude nochmal gezogen. Ich kann dich, glaube ich, beruhigen. Weil die wollte ich auch halt als One-Watch-Warper. Ja, ja, sehr gut. Affinität, denke ich, was ich. Commander-Karte. Oh, wow! Double Showcase, Triple Showcase, derselbe nochmal voll. Tatsächlich weiß ich, dass du jetzt theoretisch was von Ralf bekommst, weil er hat den normalen nicht. Aber du willst doch nicht auch beide Versionen beides mal haben, oder nicht? Bin ich noch überlegen. Also ich weiß nicht. Geplant war ja, ob ich das jetzt durchziehe. Ja, du siehst, gerade wenn sie nicht in den Boostern drin sind, wo? Ja, ja, deswegen. Also ich hätte jetzt auch mit viel mehr gerechnet, weil in den Boostern ja eigentlich welche drin waren. Guck mal, ist das dieser Counter-Spell? Ne, ist nicht, okay. Oh, Garuda, also hast du vier Garudas, mindestens. 15 Affen, mindestens. Oh, der ist richtig cool. Der sieht auch richtig sweet aus. Der voll steigt auch gerade wieder. Echt? Ja, gut. Leute sind da halt ziemlich heiß drauf. Ich finde auch ziemlich, ziemlich süß. Ja. Schön, alles kaputt machen. Nein, nicht die Booster kaputt machen. Braucht die noch? Braucht die noch für Insta? Ich wusste gar nicht, dass auch
rankamen, zu einem Slot drin sein können. Oh, das sieht natürlich auch richtig nice ja, genau. aus. Ja, aber das ist, glaube ich, das schlechteste von. Ich glaube auch, ja. Bügelstella, jawoll! Jawoll, ja. Man greift zwei in Freude. So traurig, wenn ich mal sagen muss, dass andere Leute das haben und ich das weiß. Weil ich gefühlt nichts mehr von Nikori auf meinem eigenen Channel aufmache. Ja, okay, das ist wegen. Ja, wegen dem. Ist genau an der Stelle. Ja. Das sind die hinteren Dinger, weil die so gelagert werden, dann drücken die ganzen auf der Stelle doppelt da unten rein. Deswegen sind die hinteren alle angeschlagen. Alle. Das sind aber bei allen Collectors so tatsächlich, wenn die länger liegen bleiben. Das ist der! Das ist der. Er ist ziemlich teuer. Noch ein Ultimatum in Full Art. Ne? Noch ein Vivian. Oh, eine Vivian. Schön. Das ist das zweite Mal? Das zweite Mal. Ja, einmal in Voll. Einmal in Voll, einmal in Voll. Ja, okay. So langsam tut es ja. Also, wenn hier noch die ganzen Volldinger davon drin sind, warum nicht? Ja. Auch so ein Space Godzilla wäre noch ganz gut. Zwei. Damit du das Space Bay wieder bezahlen kannst. Gefühlt. Space Godzilla Kubuna. Das ist das Wichtige daran. Weiß man schon, wie der heißen wird? Hä? Er wird ja umbenannt. Ja, online wird er umbenannt. Der wird gar nicht mehr in die Kanäle reingenommen. Ach so. Weil das ist ja eigentlich der Rufer der Lehre und die Karte wird einfach rausgenommen. So wie sie im. Den habe ich aufgezogen. Ist in der Version, glaube ich, 3 Euro schwer. Ist dann doch fast schon Geld. Normal. Ich würde sagen, den hast du doch auch schon. Voll. Ja, ja. Also, siehst du, so langsam tut sich's doch. Also. Also ich ziehe die Karte voll. Ich hier sogar auch noch einen Rare voll. Komm hier, Showcase, normal, in Rare voll. Kann man auch mal machen, ne? Ja, ich bin halt gut da drin. Ja, das stimmt. Also mein Collector Booster war schlechter. Glaube ich. Wobei ich hatte halt eine Menge verschiedene Godzillas. Der ist cool, ich glaube, den hast du auch schon in. Nee. Doch, in Non-Voll. Also, ich habe eine Menge verschiedene Godzillas gezogen. Du bist gut, in dieselben in Voll und Non-Voll zu ziehen. Ne? Jetzt ist leer. Ach, bitte, ein lustiges Bild. Letztes Booster. Den Befehl ist. Ein Commander tatsächlich. Der Partner mit. Richtig cool in Voll. Quiet. Und? Den hast du, glaube ich, auch schon. Nee, hast du. Nee, den habe ich der Sache noch nicht. Ein neuer. Und der in Voll. Wie gesagt, das ist ja mein Lieblingscharakter. Das ist so cool. Ja, dann. Powerstopper. Einer davon ist russisch. Soll ich den nach ganz hinten legen für dich? Ja. Da. So, dafür habe ich jetzt 120 Euro Stück bezahlt. Das Display war umsonst, war oben drauf. Ja. Jawoll! Ich bin echt gut dazu, die gleichen Karten immer noch zu ziehen. Das ist aber okay. Das ist voll okay. Das also gerade bei dem ist das ja, richtig das, okay. Das ist wie gesagt, ich wünsche einfach noch, dass die das alle sind von mir aus. Weißt du? Ich habe gehofft, dass ich beide ziehe. Ja, weil die sind teuer. Die werden teuer. Ich habe für Ralf einen, die sind schon teuer. Die sind schon teuer? Die werden noch teurer. Und ich habe für Ralf einen, ich habe selber halt leider keinen. Das ist mein Problem. Ralf sagt, wenn ich zwei ziehe, darf ich einen behalten. Keine Frage. Hast du den nicht auch schon? Ja. Aber auch schon in Notfall. Ja, stimmt. In Notfall habe ich den gerade vorgezogen. Und voll hier. Und nochmal in Fall. Na gut. Ich ziehe mir die gleichen. Space Godzilla in Russisch. Das wäre natürlich richtig. Aber dann steht halt, das Problem habe ich auch schon. Weil der Space Godzilla in Japanisch spielt ja auch kein Corona drauf. Das ist dieselbe Karte nochmal. Da steht ja in Japanisch kein Corona drauf. Der ist ja nur teuer, weil da Corona draufsteht. Stimmt, ja. Die Leute können es ja nicht lesen. Deswegen ist der auch in Deutsch, ja, wäre der nicht viel wert. Stimmt. Sind alle gekurft. Ja, das auf jeden Fall. Nicht so schlimm wie meine Thalias, aber schon nicht geil. Ja, gut, ich will ja. Ja. Den hat's auch schon, ne? Nein, ich hab den zweimal. Okay. Ja. Also, ja. Ich hoffe, drei viermal. Ja, ist okay.
Den kannst du, wenn du in dem Deck. Ich glaube, den Witzel war im Deck. Das ist nicht der, wo du einen Faktor zu Hause stellen kannst. Doch. Ja, der Witzel war gespielt. Den kann man sogar noch in dem Deck dann spielen. Oder verkaufen. Und? Noch der Godzilla? Jetzt, großer Space Godzilla. Großer Space Godzilla. Komm schon. Auch voll okay. Also ja. Auch voll okay. Bei Muss kannst du nicht mehr sagen. Ich glaube, die geht ja 30 voll. Ja, mindestens. Tja, also, das waren 6 Displays, ein russisches Display und ein Collectors Display. Ja. Sollen wir noch aufbauen?